seines Geschlechts gehört sie zu den möglichen Kandidaten, ja, das ist richtig. Fiora ist unsere Tochter. Ja, das hoffen wir ja alle, aber wir brauchen eben einen Test, um eine abschließende Gewissheit zu haben. Na, das ist ja eine Spitzenleistung. Da vertauscht dieses Klinikum einfach ein paar Kinder. Ich meine, was sagen denn die dazu? Warum hören wir von denen nichts? Das Klinikum ist informiert, aber in diesem speziellen Fall wurden wir unterstützend hinzugezogen. Informiert? Na, wie schön. Wir haben es scheinbar nicht mal selbst gemerkt. Komm, wir machen den Test und dann sind wir raus aus der Sache. Soll ich gleich den nehmen? Nein, ich brauche die Probe der Frau. Und meine wieso? Wir suchen nicht nach den falschen Vätern, sondern nach den Testimonien. Wie viele Kinder werden denn getestet? Na kommen Sie. Wie viele sind es denn? Wenn Sie es für sich behalten, 11. Die kleine Mila, gell? Eine freche Maus. Ja, jetzt muss ich aufhören, bevor der Film wieder zu lang wird.